Komm an Bord und werde Teil unseres Teams. Denn wir leben Gesundheit. Von Mensch zu Mensch sind wir da, um unseren Patienten und Patientinnen zu helfen. An lebenswerten Standorten in einer Wohlfühlregion. Sana Kliniken Niederlausitz. Dein Job im Lausitzer Aufbruch. Hallo und herzlich willkommen zu Seeluft24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 11. August. 24 Jugendliche haben die diesjährige Summer School bei der BASF in Schwarzheide absolviert. In dem Ferienprogramm erhielten die 8- und 9-Klässler Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt des Chemieunternehmens. Damit wendet sich die BASF an Jugendliche, die vor der Berufswahl stehen. Mancher käme mit vagen Vorstellungen ins Unternehmen und gehe mindestens mit dem Wissen nach Hause, was sich hinter den Berufsbezeichnungen verberge, sagt Ausbildungsleiter Mirko Giesers. Das Programm ist seit 10 Jahren fester Bestandteil der Fachkräftesicherung für den Standort. Diesmal ist die Nachfrage so groß, dass ab dem 14. August erstmals eine zweite Woche angeschlossen wird. Schon seit vielen Monaten plant die Stadt Roland Investitionen in den Sportplatz. Nun ist es endlich soweit. Die Arbeiten am Sportplatz in Roland stehen kurz vor dem Beginn. Nachdem in dieser Woche die Ausschreibung veröffentlicht wird, sollen die Bauleistungen noch im August vergeben werden. Baustart soll dann im September sein. Geplant sind eine neue Aschenbahn, die Sanierung der Zuschauerbereiche und der Barriereanlage. Außerdem ist ein Outdoor-Fitness-Sportpark geplant. Für die Stadt Roland ist die Baumaßnahme einer der größeren in diesem Jahr, so Bürgermeister Thomas Hönsch. Also hier haben wir ja glücklicherweise Fördermittel gekriegt. Insgesamt investieren wir da ca. 250.000 Euro. Das ist eine Summe, die wir hätten auf dem Sportplatz alleine nicht stemmen können. Da sind wir dankbar über die 75-prozentige Förderung. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Bau dir deinen Sommer, heißt es vom 14. bis 18. August beim zweiten Teil des Summercamps 5.0 im Lehrbauhof Großreschen. 20 Jugendliche nutzen das Ferienangebot der Handwerkskammer Cottbus, um beim automatisierten Fräsen mit CNC-Technik und beim 3D-Druck die Digitalisierung im Handwerk kennenzulernen. Eine Werkstattrallye und abenteuerliche Ausflüge runden das Ferienerlebnis ab. Der Sportplatz des SV Kleinleipisch hat einen neuen Namen. Ab 5. August wurde das neue Namensschild enthüllt. Mit der Umbenennung im Helmut-Berner-Stadion wird an den Erfinder der Sportwoche und langjährigen Vereinschef erinnert. Helmut Berner war 40 Jahre Vereinsvorsitzender des SV Glück auf Kleinleipisch. Der neue Name für das Stadion in Kleinleipisch wahrt Sportgeschichte und die Erinnerung an einen ihrer Macher. Helmut Berner leitete die Geschicke des SV Kleinleipisch 40 Jahre. Er ist auch der Begründer der Sportwoche im Lauchhammeraner Ortsteil. Im März verstarb er plötzlich. Innerhalb der 54. Auflage der Sportwoche wurde jetzt, im Beisein der Familie, die Namensgebung vorgenommen. Den notwendigen Beschluss fassten die Stadtverordneten am 26. Juni einstimmig. Die erste Sportwoche wurde 1969 durchgeführt. Seitdem finden einmal im Jahr, jeden Sommer, in Kleinleipisch eine Woche lang Fußball-, Volleyball- oder Dart-Turniere statt. Auch die Sportwochenläufe haben inzwischen eine Tradition. Die Familie des Verstorbenen dankt allen Unterstützern, dass mit der Namensgebung das Andenken an Helmut Berner für immer gewahrt bleibt. Nach ihrem Aufstieg in die Landesklasse bereiten sich die Kicker vom SV Germania Peikwitz derzeit auf ihr Auftaktspiel am 19. August gegen den TSV 1878 Schlieben vor. Als Aufsteiger sei erstmals jedes Spiel eine Herausforderung und der Klassenerhalt das wichtigste Saisonziel. So Ingo Amsel gegenüber Seeluft 24. Anstoß in Peikwitz am nächsten Wochenende ist um 15 Uhr. Eingeweiht wird der Rasen jedoch bereits an diesem Wochenende bei der Hochzeitsfeier von Trainer Frank Rogge. Auch bei der Trauung am Markt wollen die Peikwitzer Fußballer Spalier stehen. Na dann, in doppeltem Sinn, viel Glück. Und nun folgen hier weitere Kurzmeldungen.
Für die Anreise zum Senftenberger Hafenfest an diesem Wochenende empfehlen die Veranstalter, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Die jeweiligen Abfahrtzeiten sind unter www.hafenfest.info veröffentlicht. Wer mit dem Auto anreist, sollte den gebührenpflichtigen Parkplatz am LMBV-Gebäude in der Knappenstraße nutzen. Von dort verkehrt ein Shuttlebus zum Hafen und wieder zurück. Wegen der einmal jährlich durchzuführenden Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten ist das Sauna- und Freizeitbad Lauchhammer in der Zeit vom 13. August bis einschließlich 1. September geschlossen. Sämtliche technische Anlagen werden gewartet, die Schwimmbecken abgelassen und gründlich gereinigt, Fliesen und Silikonfugen erneuert. Die Freiwillige Feuerwehr Kleinkmehlen feiert in wenigen Tagen ihr 140-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lädt sie zu einem Festwochenende am 19. und 20. August. Nach dem Amtsfeuerwehrtag am Samstag gibt es am Sonntag unter anderem Vorführungen historischer Handdruckspritzen. Das Land Brandenburg hat die Förderung von Familienzentren erhöht. Die Summe steigt von bisher 0,6 auf 2,6 Millionen Euro pro Jahr. Träger von Mehrgenerationenhäusern und anderen gemeinnützigen Einrichtungen können ab sofort Förderanträge stellen. Die Zentren sollen beispielsweise Familien mit geringem Einkommen unterstützen, die ihnen zustehenden finanziellen Leistungen in Anspruch zu nehmen. Gerade im ländlichen Raum sei es wichtig, einfach zugängliche Anlaufstellen zu schaffen, in denen Familienberatung aus einer Hand erfolgt, die unabhängig und auch digital umgesetzt werden können, so Familienministerin Ursula Neunemacher. Das Förderprogramm startete 2019 für 32 Familienzentren an Mehrgenerationenhäusern. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nur noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Alle Hafenfestbesucher in Senftenberg können sich auf ein warmes Wochenende freuen. Samstagvormittag ist es sehr freundlich, ab dem Mittag ziehen leichte Wolken auf und bis zum frühen Abend hält sich die Sonne etwas zurück. Es bleibt trocken bei maximal 28 Grad. Sonntag ist es leicht bewölkt und tagsüber niederschlagsfrei. Am Abend sind Gewitter möglich und die Höchstwerte liegen bei 29 Grad. Der Montag ist wolkig und trocken, bei ebenfalls 29 Grad.